Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute starten wir mit The Last of Us Part 1 und zwar das Remaster, Remake, wie man es immer nennen will. Zumindest die letzte aktuelle Version, die gerade für PC erschienen ist und natürlich auch für die Sony PlayStation letztes Jahr. Wir spielen das Ganze auf der PlayStation 5 und ja, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Schauen wir uns mal an, was für eine Erfahrung das neue Remaster uns gibt, auch optisch. So, Left Behind machen wir natürlich später, ne? Option, ich habe schon alles eingestellt, eigentlich bei der Option. Wir können direkt loslegen. Neues Spiel. Sehr leicht. Nö, wir machen Mittel. Also Mittel, ich glaube, schwer wäre schon zu übertrieben. Keine Ahnung, lassen wir erstmal so. Achso, die kann gerne werden, okay. Schauen wir mal. Sehr storylastig, das Spiel, das wisst ihr. Aber das mag ich ja. Sehr lange her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Praktisch, gerade als er rausgekommen ist, damals auf der PlayStation 3. Was ist die 3 oder 4? Ich glaube, 3 war es, ne? Genau. Tommy, ich. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Und so nimmt das Schicksal seinen Wolf. Seinen Wolf, weil ich das gelesen habe da oben. Seinen Lauf meinte ich natürlich. Wie dumm. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? So. Wir sind das kleine Mädchen. Was ist denn da los? Gucken. Was gibt's denn hier so? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist noch kein Fossil bis jetzt. Du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du wartest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Machst du das? Alles Gute. Oh, das war lieb. Geiler Röhrenfernseher. Na gut, gehen wir mal raus. Dad? Nee, im Badezimmer ist er nicht. Huch. Stehen da. Oh ja, eine mysteriöse Infektion. Huhuhu, nicht so gut, nicht so gut. Wir wissen ja schon, worauf das hinausläuft. Daddy? Na, guck dann noch ein bisschen Fernsehen da. Na, reingehen.
Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Da kann man schon sehen, was draußen passiert. Möchte man eigentlich nicht in der Nähe wohnen, ne? Los! Sein Telefon. Okay. Guck mal, es ist Tommy, der Onkel, der wieder anruft. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an! Bin auf dem Weg. Wo ist der Papa bloß? Ah, okay. Wo steht ist nur er? Da. Wo ist er bloß? Mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Da bist du ja endlich. Sarah. Ist sie okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh. Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Jimmy, halt durch! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah? Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los! Los! Oh, verdammt, warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, oh, Scheiße. Wieder rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Oh, läuft nicht so viel im Radio. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher ballert. Und wo sollen wir hin? Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Was ist passiert? Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Scheiße. Der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy hier. Nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp. Tommy. Man weiß ja nicht, was die haben, ne? Wir sind ja auch alle infiziert. Ich hab mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. No.
Die wollen wohl alle aus der Stadt raus. Alle Idioten hatten dieselbe scheiß Idee. Wir könnten einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Oh, scheiße. Scheiße. Dreh um. Oh mein Gott. Tommy. Tommy! Scheiße. Das, was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Das, dreh hier, dreh hier. Rennen die weg. Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten. Fahr. Oh shit. Das ist nicht so gut, ne? Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Oh, ein bisschen laufen hier. Mach die Augen zu, Kleines. Mal diesen Weg lieber. Leute, abrennen. Sie einfach nur mich an, Kleines. Ich bring dich hier raus. Versprochen. Da hätte ich wohl nicht längs laufen sollen. So schnell geht das. Schon wieder tot. Zum ersten Mal. Los! Bist tot! Verdammt! Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Komm durch den Zaun! Lauf mal! Mach, was ihr wegkommt! Komm schon! Joel! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Daddy, wir müssen umhelfen! Oh, jetzt glaube ich hier runter. Wir sind fast da. Kommt die noch hier hinter mir ans her, ne? Sie kommen näher. Dad? Na, ich muss auch die ganze Zeit das Gehör schleppen da, ne? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße!
Tommy. Oh nein. Aber das Kind hat's erwischt. Oh Gott, oh Gott. Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Hat der Tobak, ne? Muss man einfach mal sagen. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen Quarantäne... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Du kannst noch mit uns aufsteigen. Und du, wenn du knapp verloren bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Sommer. Das ist jetzt ein paar Jährchen später. 20 Jahre sogar. Dass der überhaupt noch den Elan hat, weiterzuleben, ne? Ich komme. Gezeichneter Mann. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Hm, okay. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Gut. Was ist das denn ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ups, da ist die Aufnahme einmal kurz gestoppt. Naja, so, hier machen wir direkt weiter. Folgen wir doch mal der guten Tess. Heute kam diese scheiß Aufforderung.
Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. Guck mal, was wir machen sollen hier. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Oh, sieht schon muckelig aus hier, oder? Also, optisch. Sieht schon echt gut aus. Und es läuft echt nice. Also ich weiß nicht, wie der Effekt ist, wenn man jetzt hier, soll ich mal Grafik umstellen? Sieht es wirklich wesentlich anders aus? Wir testen es mal. Wartet mal, das machen wir mal. Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich aufzuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Ich teste mal, wie es aussieht. Wollt ihr es auch mal sehen? Ich glaube, es wollt ihr auch sehen, ne? So, lass uns mal gucken, dass wir hier die Anzeige... Setzen wir mal auf Wiedergabegetreue. Das heißt, der Fokus steht auf Auflösung statt Bildfrequenz. Rendering-Ausgabe 4K. Ziel ist die 30 FPS. Ja, es sieht schon klarer aus, das gebe ich zu. Aber man merkt auch schon gleich, es ist nicht mehr ganz so flüssig, ne? Also, ja, ich bin leider ein Junkie, was die Bildrate angeht. Ich finde, die Grafik ist wirklich sehr wichtig, aber ich finde schon... Unbegrenzte Bild? Geht auch gar nicht rein. Ach so, okay. Ja, ich habe das deaktiviert, aber egal. Wir machen Leistung. Ich glaube, Leistung ist schon... Ah, es ist schon, das ist schon einfach, das ist einfach schon cooler. Los geht's. Das leichte Joggen hier. Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ah, das sieht schon ganz gut aus alles, ne? Muss man sagen. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay. Dann komm. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Oh. Raus hier, los! Du Schlitter! Feuerfleisch! Geh raus! Okay. Zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Wie verarzte ich mich? Ah, okay. Medikit ausrüsten und heilen. Ah, kleine Brandschürfwunde am Arm ist auch nicht so schlimm. Alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Ja, kriegen wir schon hin. So. Oh, ein Schachbrett. Liebe Schach. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Na, dann schieben wir das Regal zur Seite, was? Joel, hilf mir mal damit. Okay. Vor allem, als ob die noch Fernseher oder so hätten, ne? Seid vorsichtig. Steht davor. Was ist das für eine DVD da? Enter the Gungeon? Was steht da?
Oh, keine Ahnung, Enter sonst was da. Es werde Licht. Das ist ja mal ein bisschen tief. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Ah, sehr gut. Oh, meine Waffe. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Klar, komm her. Bereit? Ja, Ma'am. Na los. Okay. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Oh. Bin ich das nicht immer? Das sieht schon ganz cool aus hier. Frage. Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Das sieht schon ganz gut aus, muss man sagen. Ja, okay. Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Da ist sie doch. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Oh, gut, alter Billardtisch. Jetzt hier runter. Okay. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Man weiß es nicht. Seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Warte, Sporen. Ah, okay. Dafür die Masken, ne? Lass mal durchgehen. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Ah, hier. Ein Infizierter. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Okay. Scheiße. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Vorsicht. Scheiße. Pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Gehen wir. Na, warte, hat er noch ein bisschen Magazin hier? Nehmen wir das doch mit. Wenn ich schon eine Patrone nicht verschwendet habe, naja, verschwendet für einen guten Grund, dann will ich jedenfalls auch, dass sie. Ih, guck mal hier. Das sieht schon echt eklig aus. R1 zum Lauschen gedrückt halten. Bleib geduckt, dich an Gegner heranzustellen und drücke X, um sie zu packen. Ja.
Da sind zwei. Himmel. Müssen wir das regeln, ist die Frage, ne? Dran vorbeischleichen? Ja, können wir die von hinten noch packen hier? Oh. Okay, das waren alle. Hoffentlich. Ach, hier kann ich auch schlagen. Ich zurück, okay. In die Stadt. Wie kommen wir hier raus? Ist die Frage, was ist hier noch? Mal kurz gucken, ob hier irgendwas drin ist. Was wir mitnehmen können? Irgendwas zum Sammeln? Ah, guck mal hier. Das ist schon mal gut. Gut, dass wir auch noch einen Schuss verschwendet haben. Hätten mehr sein können. Aber naja. Gehen wir hier raus. Halt, hier gehen wir auch nochmal rein. Blinkt hier noch irgendwas auf? Patronen vielleicht oder sowas? Anscheinend nicht. Naja, ich wollte ja nur gucken. So, gehen wir hier raus. Können wir die Maske ausziehen hier? Ja. Oh, frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Das sieht echt geil aus hier. Alles so. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wäre, wäre das eine Idee. Na, mach mal auf, da ist Geheimding. Hier lang. Geht klar. Hoch da. Verdammt, das Brett ist weg. Ah, ich habe eine Abkürzung. Oder auch nicht. Muss ich mal runter? Wärst du so nett, bitte? Hier, reich es rüber. Schön. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Wieder rein da. Schon diesen Weg hier wieder hochzukommen, ne? Wir sind fast da. Am Balancieren habe ich jetzt nicht so drauf. Bin mal rüber gelaufen. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Oh. Mach zu. Guck mal, ob hier noch irgendwie Munition ist oder sowas. Auch nicht schlecht. Ist aber nichts, ne? Nimm dir die Kugeln. Wir brauchen sie noch. Ah. Mehr ist ja nicht. Ja, okay. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Ich schaue dir mal direkt in dieses Gesicht. Los geht's. Na komm. Los. Ich bin gespannt. Seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Hab gehört, nicht du hast jetzt, Terrence. Nein, 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 ist gut. Ich nicht hab geschaltet. Jetzt, verstanden? Okay, kann ich machen. Sag doch nicht, dass du rumfliegst. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei.
Oh, kleiner Kampf da draußen. Na, wo willst du denn hin? Setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Wer ist das? Alter Bekannter, frag mich. So, mal hier oben schon rumgucken. Ja, ich will schon nicht deine Giraffe klauen da, kleines Kind. Und wenn, dann hole ich sie mir. Gewalt haben! Och, ich kann hier gar keine Waffe ziehen. Geht's hier links? Dann komm. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Was sind das für Essensmarken oder was geben sie denen? Anscheinend, ne? Oder irgendwie sowas. Nach Geld sah es jetzt nicht aus. Oh, hier sieht's aus, ob man gleich rumballern muss. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Oh oh. Scheiß drauf. In Deckung! Oh, sie ist ja mal eiskalt. Bereit? Ja. Ich werde euch töten. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Du bist tot, Arschloch! Ah, Mist. Ich will keine Munition verschwenden. Oh, Wichser. Mehr? Nein, noch nicht, ne? Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Gucken, ob wir Munition finden hier bei den Leuten. Bei ihm vielleicht? Naja. Aber den haben wir auch abgeknallt, auch Munition, Waffen gehabt. Wieso? Hat sie wahrscheinlich eingesammelt, ne? Kann gut sein. So, lauf mal ein bisschen. Mist. Hier geht's nicht durch. Komm her. Okay, gut. Da werden die Leute einfach abgeknallt, ne? Ist dir komplett egal hier. Gib mir die Hand. Man möchte in so einer Welt möchte man auch nicht leben, oder? Echt nicht. Ach, bitte. Hier drüben, Joel. Mal durchgehen. Kommen schon mehr Leute, es sieht schon wieder nach Deckung aus hier. Mehr von Roberts Leuten. Tja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Weiter, weiter. Sie denn hin? Munition fallen gelassen? Ne. Ist da rein? Wahrscheinlich, ne?
schnappen! Das wirst du büßen! Ich wusste nicht. Ich wusste leider nicht, dass hier drin wäre, Leute. Ich dachte, sie wäre hier drin. Verabschiede dich. Dankeschön. Oh, ist ja nett von mir. Schauen wir uns um. Ah, ich muss mal kurz verarzten. Ah, scheiße, ich dachte, ich könnte. Na gut. Mit Schläge ging es auch, ne? Aber. Gucken wir mal, noch was finden irgendwie. Da liegt doch irgendwas. Der was reingelassen? Schlüssel. Lagerhausschlüssel, okay. Ah, okay, der Schlüssel passt da. Hey, wir haben die Kisten in Südlager gebracht. Und alles verriegelt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Halt L2 gedrückt und drücke R2 von dem Bogen. Drücke für einen Schnellwurf. Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schnell. Was zum? Ich hab was gehört. Pass bloß auf. Ah, okay. Können wir da hinlocken. Ich sehe nicht. Schnapp! Er ist hier drin! Ah, verdammt! Das war's dann! Ich bin erwischt. Da waren noch mehr Leute gerade eben. Hm. Scheiße, aber keine Munition mehr. Ich darf die Munition nicht so verballern. Ich muss die wirklich lautlos killen. Mit der Munition sparen. Mal lauschen. Ich höre jetzt nichts. Da oben ist einer, okay. Ich kann mal hier oben längs gehen, mal gucken. Huch, leise. Da ist einer runtergegangen. Gerade. Geht unten runter. Unten längs. Ah, guck mal, diese Munition, was liegt da? Ein Messer. Oh. Drücke, um einen arglosen Gegner zu packen. Ich sehe gar nichts. Gut, machen wir weiter. Oh, da kommt hier hoch einer. Da sind auch noch welche. Komm raus, du Feigling. Kommen die auch hier hoch? Ich werde mich hier drüben umschauen. Schau dich da drüben um. Huch. Okay. Ist er da? Scheiße, er ist nicht hier! Ich sehe dir gern zu. Oh, danke. Zum Teufel ist er. Ja, hier geht doch auch einer längs gelaufen, oder nicht? Ist er da? Hier ist er nicht. Ich höre die Schreie da unten. Ich gehe jetzt auch nach unten. Da ist einer drin. Wir müssen den Scheißkerl endlich finden. Da ist nur der eine. Da oben ist ein anderer. Kann ich sehen hier? Ich glaube nicht. Munition hat er auch nicht.
müssen jetzt schnappen da hinten. Ich meine, ich schleiche auch wie so ein Depp, finde ich. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Aber wohin soll er? Hier ist mal die Kette auf. Den Docks geht's hier lang. Packen wir es. Achso, warte, muss festhalten, okay. Okay, sind noch mehr? Da ist er. Ein Bastard. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Den Süden. Schätze, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese Scheiße. Und selbst wenn, was dann? Ich sag dir, wir sind ja am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Die anderen Schmuggler machen das. Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts mehr gibt? Zwei. Gleich hier. Wer wirst du bezahlen? Na warte. Wichser. Okay. Hier sind noch ein paar, ne? Oh, da kommt einer. Pass auf. Nicht schlecht, Joel. Jetzt? Wo müssen wir hin, ist die Frage, ne? Da liegt noch Munition. Was Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir. Warte, ich verbinde mich nochmal. Oh, wo ist er? Der Robert. Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden. Nimm die Knarre runter. Haut endlich ab. Er haut ab. Robert. Joel, hier lang. Komm, er ist da rein. Wir haben ihn gleich. Okay. So, jetzt wird geredet. Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Oh. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind?
Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay, hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Ice cold. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Okay. Und genau hier machen wir, glaube ich, einen Break. Und speichern. Ich weiß einen Ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Erste Folge ist zu Ende. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir schauen beim nächsten Mal nochmal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.